So, dann wollen wir doch mal schauen, was das Häuschen noch für uns hat, ne? Ah, die Zellen. Oh, die gehen automatisch auf, aber dann, wenn die automatisch aufgehen, dann war zuletzt da wohl keiner drinnen. Auch wenn das so voll typisch wäre, wenn da jetzt ein Skelett rumliegen würde. Wäre ja nicht das erste Mal. Ah, noch ein Holoband über Eddie Winter. Die Frage ist bloß, das war 08, ne? Ja, hör mal rein. Nachricht an Rodrigo Paloma. Oh. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen. Oh, du armer Hund. Was Fallon angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt. Und das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Ja. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay, also der Winter, da hing auch mit drin. Ja, ich dachte immer erst, der Winter, das wäre ja ein unschuldiges Opfer. Aber da werde ich was falsch abgespeichert haben. Weil die wollten doch irgendwie das Ganze hochgehen lassen. So, war da nicht sowas? Dass da irgendwie eine Insider-Ermittlung war oder so? Aber es ging dann nicht, weil dann sich irgend so ein korruptes Regierungsmitglied oder so eingeschaltet hat. Beziehungsweise Polizeichef oder so. Ich glaube, mich an irgend sowas zu erinnern. Ja, aber eigentlich will ich ja zurück nach Diamond City. Mal wieder, immer noch. Schon wieder. Ja, ich bin mal gespannt, was die Piper uns dazu erzählen hat. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde es viel zu oft Piper nennen, weil mir das gerade so gefällt. Weil ich den Namen auch ein bisschen seltsam finde. Hello, anybody da? Radio aus, aber da ist ja eh nichts gelaufen. Ja. Manchmal ist es besser, wenn nichts läuft, weil dann hört man wenigstens keinen beschissenen nach den 2000er Jahren Pop. Cool. Oder Schlimmeres. Nein, ich will nichts rüberlegen, ich will alles mitnehmen. Hallo. Ich will, ja, alles nehmen, genau. So, weil sonst... Oh. Hört das dir? Ist schon okay, ne? Hat ja keiner was dagegen. Das ist ja ein nettes Völkchen hier, man darf sich bedienen. Ist ja fast so wie die anderen mit den... Was waren das? Diese Bärchen oder sowas, die da so schnell nachgewachsen sind, wo wir uns schon zweimal dran bedient haben. Bei der Kinderkrippe Greentop. Ich meine, die waren... Also, das waren nette Leute. Ich kann echt nichts gegen die sagen. Die finde ich toll. Dogmeat hat einen Gegner entdeckt. So einen richtigen, so zum Kämpfen. Ja, jetzt traue ich mich auch hier reinzugucken, weil jetzt geht hier wahrscheinlich nicht mehr alles hoch. Ist dann vielleicht so ein Mischling hier noch zwischendrin? Sieht ja aus wie ein alter Schrottplatz oder ein Parkplatz, auf dem jetzt halt alles so ein bisschen kaputt ist. Was meinen denn hier? Das ist doch Kühlmittel, so ein Behälter, ne? Da gibt's doch nur Plastik oder... Ja, genau. Ich glaube, wir konnten aber auch irgendwie ein richtiges Kühlmittel finden, oder war da nicht sowas? So als besonderer Baustoff? Oh, und da liegt noch eine Whiskyflasche unter dem toten Hund. Naja, okay. Was habt ihr denn hier außer brennenden Autofracks? Ich meine, das macht schon eine heimliche Atmosphäre. Habe ich echt nichts dagegen, aber... Macht's schön warm, ne? Aber naja, okay, die Dämpfe sind nicht gesund. Juhu, wir haben einen Sack Zement gekriegt. Besser wären gewesen zwei Sack. Oder drei Sack. Oh, schlechter Wortwitz. OselPG in die Ecke und schäm dich. Das mache ich schon noch. So viel Zeit muss sein. Du hast dich von der Red-Kakerlake killen lassen, oder was? Meine Waffe war jetzt entladen, weil ich kurz die Munition mal weggelegt habe. Echt jetzt? So läuft die Sache hier. Wenn man die Munition weglegt, dann wird auch die Waffe entladen. Macht das Sinn? Ergibt das für euch in irgendeiner Realität einen Sinn? Die Kugeln verschwinden auf magische Weise aus der Kammer? So ist das halt. Ich meine, das wäre ein Byte oder sowas, das man zusätzlich hätte speichern müssen. Das geht ja nicht, ne? Der Augenbot hier, muss der kaputt sein? War das ein Unschuldiger oder nicht? Und warum geht's hier auch wieder über die Dächer so mächtig weiter? Ah. Hey, die hatten doch Vorräte, aber sie sind trotzdem K.O. gegangen. Tut mir leid, aber guck mal, die haben sich geliebt. Sowas finde ich toll. So, also, wenn, dann will ich auch gerne aus dem Leben scheiden, wenn ich jemanden im Arm hab. Das wäre mir lieber... Ja, und du düngst sie jetzt gleich noch, ja, Doggelpeter ist halt ein alter Schlemiel. Kann man nichts machen.
Außer vielleicht was unterlegen, eine Zeitung oder so. Also denn, lasst uns zurückkehren nach Diamond City, die Diamantenstadt, die bestimmt nach dem Karo-Symbol benannt ist. Ja. Das erkrank ich sicher nicht. Ja, das können wir halt nicht. Oh, eine Bierflasche haben die hier. Ah, da wird die Wache nicht ganz so langweilig, ne? Ist das Teil von der Bezahlung? Ja. Wer spielt hier Baseball? Ah, und ihr, wart ihr nicht die von der Karawane? Wo ist euer Brahmin? Habt ihr keins? Entschuldigung. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Man muss immer vorsichtig sein, da hast du recht. Das ist auch besser so. Cricket. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt nehmen, sonst tun es deine Feinde. Und die heißt, sie habt eine Grille oder was? Also Cricket. Oh je, die, also... Als ich sie von der Seite gesehen habe, dachte ich ja, okay. Aber von vorne, oh Mensch, ich habe einen Schock. Was für Sachen hast du denn? Es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel. Mhm. Irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Mhm. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Okay, die ist ein bisschen durch, aber sie verkauft Waffen. Ja, schauen wir mal. Ja, ich schau mal, was du hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Ja, als ich dich von vorne gesehen habe, Milady. Ah, die hat auch natürlich auch Munition, aber Munition, ja, ist natürlich ein bisschen teuer. 10mm Patrone kommen. 75 Kronkorken. Wie soll man das alles bezahlen? Ladung Silber und so weiter. Ja, das brauchen wir später alles für zum Bauen. Kauft auch eine Minigun. Die Schrotpatronen auf jeden Fall, die müssen mit. Und ich versuche ein bisschen Schrottrüstungen und so weiter einzutauschen, damit sich das ein bisschen so ausbalanciert, ne? Sackkapuze, ja. Schmalzlockenperücke hat man auch schon. Sportkleidung weiß ich nicht, ob ich das daheim schon hatte. Boah. Wir sind jetzt nicht viel reicher geworden, ne? Komm, Chat, haben wir eh viel zu viel, kannst du an. Siehst ja eh aus, als würdest du dir das morgens über die Fruit Loops kippen. Also echt. Ja, von dem diversen Kram, keine Ahnung, ja. Nimm den ganzen Schrott gerade mit. Die Lunchbox, komm, verkaufen wir auch mal zwei. Ja, das Vorkriegsgeld, natürlich, damit können wir jetzt viel Geld rausholen. Ich hab ja schon mal erwähnt, dass ich in Mathe schlecht bin, aber zum Glück kriegen wir ja angezeigt, wie viel das dann wert ist. Moment, du brauchst aber noch ein bisschen, weil sonst geht das nicht. Wenn dann das Scrollen so schnell wird, ne? Aber du willst ja nicht... Mit der Maus das zurechtzurücken, ist auch ein bisschen blöd. Ja, man könnte meinen, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja, dann gib mir gerade die Lunchboxen zurück und, aber wenn ich jetzt anfange, die Kleinigkeiten wieder zurückzuholen, das lohnt ja auch nicht so wirklich. Ich glaube, die muss mir einfach vom Pre-War-Money dann ein bisschen zurückgeben. So, unsere Sachen sind immer ganz oben. Scheiße, wie viel brauche ich denn jetzt? Ja, noch ein bisschen. Aber gleich haben wir's. Ja, das ist es immer noch nicht ganz, aber wir kommen der Sache schon näher. Ja, es tut mir leid, das braucht ein bisschen. So, was, wie viel gibt 1,4? Dann haben wir es doch jetzt, ne? Genau. Gut, haben wir gut gehandelt und dann auch noch ein bisschen Geld rausgekriegt. Sauber. Na, da schießt schon wieder einer. Pot. Protected by the wall. Also, da meinen die das hier, ha? Ist das bestimmt am Ende so ein altes Fort, in dem sie sich eingerichtet haben. Ja, ich weiß, es wird dunkel, da geht man immer in die Stadt. Das klingt nach automatischem Geschütz. Ich meine, ich kann die Leute doch nicht allein kämpfen lassen, das geht doch nicht. Irgendwie, ich muss denen ja doch helfen. Aber, ach, hier ist irgendwie ein Haus dazwischen, ne? Das hat schon aufgehört. Irgendeiner hat jetzt gewonnen und irgendjemand hat verloren. Beute, Ofenhandschuh, Ja, die Lampen, die kann man auch immer mitnehmen. Da ist ja, glaube ich, Kupfer drin. Zumindest in denen, die noch halbwegs in Schuss sind. Ja, hier könnte man vielleicht hochspringen, aber da gibt's nichts. Ja, wo habt ihr euch eben bekriegt? Da vorne, ja, das ist ein Geschützturm, der gehört aber bestimmt zur Diamond City, oder nicht? Zeig dich los, wenn du dich traust. Sind da draußen Raider unterwegs? Ist da Raidervolk anwesend? Darf ich es dezimieren? Es gibt immer ein paar EP, das finde ich schön. Ohne Gnade ihre Reihen lichten. Also haben sie nicht nur die Supermutanten am Hals, sondern auch noch Raider, ne?
Ja, ist das auch ein Diamond City Turm oder nicht da hinten? Das konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Hm. Und du, wie geht's dir? Ja, dem geht's gut. Also hat der hier wahrscheinlich nicht geschossen, ne? Tja. Tja, gut. Ich hab's mir angeguckt. Ich renne jetzt nicht noch weiter weg. Das reicht jetzt erstmal. Also rein nach Diamond City. Beverages. Ah, hier gibt's Getränke. Biberatschen, ja. Nee. Okay, eigenes Gebiet. Damit war ja irgendwie zu rechnen. Mal gucken, wie groß die Stadt ist. Sollte ja doch schon ein bisschen was Größeres sein. So ungefähr Megatonnen mal 4, 5, 6, 7, 8 oder ich wäre enttäuscht. Oder vielleicht so, ja, so ähnlich wie New Vegas. Nee, das wäre vielleicht ein bisschen groß. Das wird ja nicht so in die Innenstadt passen. Na, sieht aus wie Megatonnen. Mit ein bisschen mehr, ne? Ah, Piper ist da. Das sind Menschen. Wer hätte es gedacht, ne? Eieiei. Ach, was für ein liebes Kind. Ist das ihre Schwester oder wie? Kleine, wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Die sehen sich ähnlich. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Ich muss erst noch ein paar Dinge regeln. Mhm. Wir reden später. Okay, ja, das mit... Sagt Bürgermeister McDonough die Wahrheit? Was hat er zu verbergen? Lest die Public, wir stellen die unbequemen Fragen. Also sie arbeitet zumindest mit Piper zusammen, ne? Bei der Ähnlichkeit, die haben, würde ich ja fast sagen, es ist die Tochter, aber wir wissen ja, es ist die Schwester, hat ja der Bürgermeister gesagt. Okay, hier, das wäre jetzt natürlich Diebstahl. Die synthetische Wahrheit, das darf ich doch lesen, oder? Die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Nudeln, wir alle essen sie, wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takashis steifem mechanischem Japanisch über den intensiven Geruch jeder Schüssel bis zu jedem feurigen Bissen. Spicy Noodles! Der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt. Oder etwa doch nicht? Tja, nur die, die Nudeln herstellen können, ne? Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm, wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister McDonough sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauende Zähne. Ja, er aß Nudeln, eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. Jeder, der sich's leisten kann, ne? Also ich weiß ja nicht, wie arm die hier sind oder wie wohlhabend. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlichen warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herumsaßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry, und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Also, ich finde zumindest das Lachen sehr wichtig. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hätten sicher etwas dazu sagen können, wären sie dank Bürgermeister McDonoughs Anti-Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Oh, das kenne ich irgendwie. Das erinnert mich so ein bisschen an den Tenpenny Tower, nur dass Bethesda das Quest total verkackt haben. Da bin ich ihnen immer noch sauer dafür. Aber naja, okay. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hochangesehene Matriarchin Eustace Hawthorne. Eustace, spricht mir das so aus? Eustachy? Die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da, hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen. Dieser McCarter hat es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen. Meinte, er käme irgendwo aus dem Westen. War nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealths erfahren. Und Mr. Carter kümmert sich um jeden von uns. Es war wunderbar und dann auf einmal war es schrecklich. Eustache fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen. Und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über McCarter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es.
Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken, es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver raus und bam, er schoss Henry, dem Barkeeper, direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hat Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter. Und dann war die Hölle los, das kann ich dir sagen. Was Eustache hier beschreibt, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der inzwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealths zum ersten Mal, dass das Institut, eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfandroiden verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das erinnert an Terminator, ne? Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt. Sind's. Und der ist dann durchgedreht, weil? Wurde ihm das einprogrammiert oder wie? Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer. Aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach Amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein toter Verrückter. Es war schrecklich, aber dann sahen wir da Plastik und das Metall. Das war noch eins der frühen Synth-Modelle und uns wurde klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall, unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb der Synth, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glaubten, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in seinem Gesicht gestutzt. Aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealths von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Synth-Modell verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt, genauer gesagt zu den Nudeln, die Bürgermeister McDonough letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der der Synth Mr. Carter durchgedreht ist und mehrere Menschen getötet hat. Nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond Cities glaubten, sie sei Menschen vorbehalten. Sie haben sich geirrt, tun wir das auch. Tja, darf ich das mitnehmen? Ich hoffe ja. Ich meine, da liegt ja noch eine. Die können bestimmt die eine, die werden sie auch noch irgendwie los. Ja interessant, ja, da drüben sind die Power Noodles. Und da ist ein Augenbot, okay, dürfen wir hier rein oder... All Fates Kapelle, da geht's in eine Kapelle? Ich sollte vielleicht auch die Waffe runternehmen, fällt mir da auf, das könnte bedrohlich wirken auf die Leute. Ja, ist nicht die größte Kapelle, aber naja, mal gucken. Pastor Clemens. Neues in der Kapelle zu sehen. Ja, guten und Tag. Kommst du so weit in Diamond City zurecht? Ja, wie geht's dir denn? Ich frag natürlich erstmal aus. Kapelle? Fragezeichen? Ganze Sätze, das ist halt schwierig, ne? Ist das ja deine Kapelle, Pastor? Naja, wie man's nimmt. Ich schätze, ich sollte sagen, dass die Kapelle in Wahrheit Gott gehört. Also jedem. Aber da ich mich nie so ganz für einen Gott entschieden habe, könnte man wohl sagen, dass sie allen gehört. So sehe ich das auch. Wenn du also mal einen Ort brauchst, um dich hinzusetzen und über den Allmächtigen nachzudenken, in welcher Form auch immer du an ihn glaubst, steht dir die Kapelle immer offen. Tja, ich finde das ja interessant, nicht an einen Gott als solches zu glauben, sondern halt eben an die Naturkräfte, die wir teilweise auch nicht erklären können, ne? Aber bloß weil sie nicht erklären können, würde ich ja nicht unbedingt Gott sagen. Aber das ist nur so mein eigenes Ding. Ja, dann erkundige ich mich mal bei ihm, was für ihn denn vielleicht so die Hauptreligion wäre, falls er denn eine bestimmte hat, ne? Ist die Kapelle nicht einer bestimmten Glaubensrichtung geweiht? Nein. Solange du überhaupt an irgendetwas glaubst, bist du hier immer willkommen. Diamond City ist voll von Leuten, die sich ein besseres Leben aufbauen wollen. Ich möchte nur nicht, dass sie darüber vergessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Mhm. Deshalb ist die Kapelle auch rund um die Uhr geöffnet und steht jeder Glaubensrichtung offen, solange sie friedlich ist. Ich glaube ja eigentlich an die Vernunft, an Weisheit, an anständiges Umgehen miteinander. Aber da wird man gerne enttäuscht, ne? Was für ein Witz, umsehen. Danke, Pastor. Ich bedanke mich einfach. Danke, Pastor. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Okay. Ich meine, der Gernot als Paladin, ne? Der müsste sich ja... Ach, rübst doch hier nicht alles voll, Dogmeat. Ich meine, das ist ja keine Bibliothek, hier dürfen wir ja laut sein, oder wie war das, ne? Ja, bedienen darf man sich natürlich nicht. Ich meine, kann ich auch verstehen. Wenn du beten willst, dann setz dich und sei still. Du siehst ja fast so kaputt aus wie die andere da draußen. Du hast nur nicht so viel, Eyeshadow, Lidschatten. Hey. Das erste Mal hier? Versuch bitte leise zu sein.
Okay, Dogmeat, die will doch, dass leise ist, darfst so laut rübsen, wie du willst. Hallo. Keine Ahnung, ob dieses Beten wirklich was hilft, aber schaden kann es sicher nicht. Wenn du dir das Gefühl hast, dass es dir irgendwas bringt, dann mach's. Hauptsache, es fängt keiner an, hier jetzt rumzupredigen und anderen Leuten einzureden, dass sie krank sind und Sünder sind und kaputt sind und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein gegenseitiger Respekt muss halt da sein. Und die Vernunft. Da bleibe ich dabei. Ja, Maulus Rattenfleisch, ja, wer kocht denn hier? Hier ist gerade gar keiner da. Und ich der Bot? Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Oh. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Nee, ich glaube, ich habe bald eine neue Bar. So würde ich das jetzt nennen. Ja, wie schön, wir mussten einfach nur dieses Gespräch mitkriegen und schon haben wir da einen neuen Auftrag gekriegt, ne? Und der Roboter, der ist quasi so das fliegende Rad hier, oder was? Wer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte... Bist du besoffen oder alt? Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonald mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Na, die sind alle ein bisschen paranoid wegen den Androiden. Ich meine, wenn da jederzeit einer auftauchen kann und dann peng, peng, peng und so, ne? Das fände ich auch nicht so toll. So, aber bleib mal stehen. Ann Cotman, ich würde gern mit dir reden. Hey. Oh, hallo. Auch wenn du wie eine CDU-Wählerin aussiehst. Aus Diamond City hier, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Arm und dumm, was? Ich bettle nicht. Nee, wir kommen schon zurecht. Ich bettle nicht, du alter... so wollte ich das nicht sagen. Okay, dann tu eben so, als wärst du jemand Wichtiges. Das hier langweilt mich. Warum verschwindest du nicht einfach? Ich wollte ja auch nicht unhöflich sein, aber die ist schon... Ja, CDU, ich sag's doch, ne? Wer bist du eigentlich? Ann Cotman, von den Cotmans. Ja, ja. Aus den Upper Stands. Ja. Wenn du noch nichts von uns gehört hast, zeigt das nur, wie unwichtig du bist. Also, verschwindest du jetzt oder nicht? Pass mal auf, du Gummelutsch. Egal, was du denkst, was du für eine Position hast. Am Ende vom Tag fällt dein Haufen auch in ein Loch. Komm, ich lass mich zum sarkastischen Satz hinreißen. Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Ja, verpfeif dich, alte Schlamp. Ich hab die Endung runtergeschluckt, das macht's gut, ne? Ja, es gibt halt Leute, da... Also, wenn's jetzt um sexuelle Erregung gehen würde, dann hätte ich jetzt unten... Das hätte sich nach innen umgekrempelt, ne? Nee, also... Solche Leute, die gehen ja total gegen mich. Mit der Nase so weit oben. Das meine ich ja mit Anstand und gegenseitigem Respekt, ne? Und die kennt sich damit wohl gar nicht aus. Hier geht's auch überall in den Keller runter, weil da ist ja auch irgendwie so ein Keller, ne? Ja, ach, die wohnen dann da unten drunter. Ich meine, das könnte natürlich ein bisschen sicherer sein. Da läuft ein Radio. Ach, das bist du, ne? Ja. Ja, ich muss das Radio kurz übertönen, wobei es hört man ja im Moment eher leise. Ich hoffe, da hat man ein Nachsehen. Dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout in kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei. An der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Die Stimme kenne ich, da, die war schon in den vorigen Fallout-Teilen drin. Hallo. Hast du die Zeitung gelesen? Ja, was? Verdammte Sünds verstecken sich mitten unter uns. Ja, passiert. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen. Ja, ja, okay. Also der Wächter meint, wenn, dann isst man hier die Powernudels, ne? Duckout in. Ja, da können wir auch... Ach komm, gehen wir mal rein, wenn wir schon mal da sind, ne? Ich will mich überall umgucken. Das wird jetzt wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folgen in Beschlag nehmen. Ne, keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Ich muss mit dir... Augenblick noch, Jeffy. Ich erzähl grad was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meierlurk. Ein Meierlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so. Höher das. Richtig tödlich sind. Was? Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Die haben irgendwie was Russisches an sich. Vadim Bobrov, ich weiß nicht, ob mir der Name was sagen soll oder nicht. Hey. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet.
Nein, war nur Spaß. Ja, ja. Nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay. Ja, ich finde es toll, wie du quasi als Bauchredner fungierst. Ich finde es eigentlich auch toll, dass er hier hinten eine Maulwurfsratte an der Wand hat und diese fliegende Nuka-Cola ist auch schön. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Ja. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen haben. Okay. Ja, ich glaube, von dem haben wir sogar schon mal was gefunden im Ödland, ne? Ja, dann zeig mal. Zeig mal, was du so hast. Gut, gut. Weil dem können wir auch noch ein bisschen Vorkriegsgeld und so weiter abtreten und ich kaufe mal einen, auch wenn wir vielleicht schon einen hatten. Das sind sonst so ja nur Alkohol. Okay, ist schon in Ordnung. Ja, Machete, die könnte ich noch gebrauchen für die Siedlung, aber die Lederrüstung kann weg. Ja, und dann natürlich das Vorkriegsgeld, ne? Pre-War Money heißt ja, wegen des einen Mutz, das ja Englisch ist. Das ist dann bei Diverses, genau, okay. Pre-War Money. So, da hat ja nicht ganz so viel Geld, da darf ich nicht so viel, ja, hier haben wir es schon wieder. Das Rumgescrolle. Und das war eindeutig zu viel jetzt. Ja, ja, ich habe auf die Menge geguckt, nicht auf die Kronkorken, ne? Bitte nochmal zurück. Ich will hier ja kein Verlustgeschäft machen. Ah, das ist so ein bisschen blöd, kann man da nicht automatisch einen Ausgleich machen? Das wäre doch mal noch eine hilfreiche Funktion gewesen, also zumindest für Mathe-Genies wie mich. So, jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen zugeben. Ja, komm, ein bisschen mehr wie 50. So, wir tasten uns langsam ran. Das war schon zu viel, okay. Ja, gut, ich sehe, wo das Problem liegt. Geben wir einfach alle vor, wir sehen nicht, dass Oselpi hier gerade die größte Scheiße baut, die man seit langem gesehen hat. So, ja, noch ein klein bisschen. Und dann gehen wir als gemachter Mann hier raus mit ein paar mehr Kronkorken. Ah, komm, eins machen wir noch weg, aber dann ist gut, ne? So, annehmen, super. Bist du jetzt auch glücklich? Hätte ja gedacht, als Barkeeper hat er vielleicht mehr zu erzählen. Schön zu sehen, wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Ding brauchst. Nee, ich wollte eigentlich ein bisschen erzählen, aber naja, macht er wohl nicht. So, wer Was? Bist denn du? Du bist ein Ansässiger. Wir sind keine Freunde, Mann. Wir könnten es aber werden. Was immer du willst, ich habe keine Zeit dafür. Sei doch nicht so ablehnend. Porte Deiner, tja. Ich glaube ja nicht, dass das mal was wird. Ich hab's ja bei der Salia gesehen. 81 Versuche, dann klappt's, aber der Kuchen kommt nicht raus. Wenn die uns gerade belauschen. Was, wenn die uns die ganze Zeit über schon belauscht haben? Was, wenn du ein Sünd bist? Leise, okay? Meine Güte. Weil deine Frisur, das sieht mir nicht natürlich aus. Hi. Netter Pip-Boy. Ja, nette Gesichtsgrätsche. Geh weiter. Hey, okay. Jetzt reicht's aber. Wir sind auf dieser Seite der Mauer in Sicherheit. Und nur das ist wichtig. Undercut, hä? Wenn du hier nicht wohnst, bist du ein Niemand. Kapiert? Aber ich bin bewaffnet. Und so. Ich kann aus 5 cm Entfernung eine Playfliege ins Facettenauge schießen. Mach das mal nach. Edward Deegan. Hallo, du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Ach, dann doch lieber bei dir, du siehst netter aus. Haha, wer ist der Besitzer? Wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobrov-Brüdern. Vadim Bobrov ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Und der Ruhige, der nickt dann nur und sagt ja oder nee oder pfff. Naja, okay, ja. Zeig mal, was du so hast. Alles wird hier vor Ort gebraut oder gekocht. Sie wird ja das gleiche Inventar haben, ne? Ja, sieht ziemlich gleich aus. Nee, da brauchen wir ja nichts mehr von, das haben wir ja schon. Darf ich hinter die Theke? Was denn? Hast du dich verlaufen? Ich bin doch kein Touristenführer. Was? Hey. Ich will doch gar nichts von dir. Dich anzusprechen. Verschwinde. Alter, das ist hier ein ganz schönes Assi-Völkchen. Komm schon, nur ein Drink. Ich hab die Bar nicht gekauft. Ich hab doch schon einen gekauft, ey. Was soll man hier? Wo führt diese Tür hin? Eins. Ach, das ist das Büro, hä? Und da hat er eine Amateurfunke drin. Ja, stehlen will ich ja nichts, weil wir sind ja der gute Paladin. Das Tolle ist, bei der Bruderschaft gibt's ja auch den Rang Paladin, ne? Deswegen könnte Gernot hier auch wieder wirklich einer werden. Ach, das wird doch schon wieder nichts, das sehe ich doch. Wo geht das hin? Toiletten oder was? Okay, da ist ein Terminal und so. Der Railroad anschließen. Was ist die Railroad?
Hören wir es uns mal an. Dann wissen wir es vielleicht und sind vielleicht Ach, schlauer. Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Ja, da würde ich erst gern mal noch ein paar andere Synths kennenlernen, weil ich meine, das kann ja aber dann auch von Synth zu Synth unterschiedlich sein. Manche sollen vielleicht die Menschen infiltrieren und andere wiederum wollen einfach nur in Frieden leben, wie der eine, den es da im Fallout 3 gab, ne? Naja. Und, wie sieht's aus? Kriegen wir es diesmal? Das hätte mich ja auch gewundert. Ja, da hier ist eine Arschkrampe. Wo ist der ruhige Bruder? Da ist er. Oh, ein Gast. Ja. Brauchst du ein Zimmer? Ihr seht euch ähnlich und ihr sprecht auch ziemlich ähnlich, ne? Ja, erzähl mal was über euer Inn. Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Okay. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Hoppa! Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Don't you have a fellow named like Boris in here? Okay, im Moment brauche ich kein Zimmer, aber ich komme vielleicht mal drauf zurück. Ich überlege es mir mal. Das habe ich schon oft gehört. Sie kommen nie mehr wieder. Ja, ist deprimierend hier zu leben, ne? Ah, jetzt gucke ich mich hier mal um. Ja, darf man sich natürlich ja nichts bedienen. 2A, das sind die einzelnen Zimmer, ne? Aber Zimmer 1, das sah doch so aus, als würden da die beiden Brüder zusammenleben. Oder zumindest einer der Brüder mit der Frau da, also mit der Scarlett. Oder sind die nicht zusammen was? Weiß ich, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mir andere Sachen angeguckt, ja. Ich war wieder nicht ganz aufmerksam. Ich wollte ja eigentlich auch nicht so lang machen heute, aber weißt du, jetzt bist du halt in Diamond City und fängst an, dich hier umzusehen. Und das ist ja einiges, was hier ist. Okay. Na, das Inn ist jetzt nicht so riesig. Hey, lass mich einfach. Ich will doch gar nichts von dir, du alter Drecksack. Zugspachtel, die kratzbescht. Okay, und das ist versperrt. Da ist bestimmt ihr Lagerhaus. Da wollen sie bestimmt nicht, dass ich reinspaziere. Also lass ich's dann auch mal. Okay, dankeschön, liebe Leute. Ich versuch's beim Rausgehen nochmal, ne? Ach, leck mich fett, sagte Vadim Bobrov. Das sagt er bestimmt schon länger, weil sonst hätte er den Kuchen auch schon gegessen. Gut, jetzt ruft aber der Rest von Diamond City. Hört ihr ihn rufen? Nein? Ich auch nicht, weil das kommt erst in der nächsten Folge. Ja, ein interessantes Völkchen ist das hier. Die kommen mir alle ein bisschen ablehnend vor. Erst da diese schnippische Tuse im Anzug. Ich meine, ich wollte die nicht so beleidigen, wie ich es am Ende getan habe, aber das liegt dann in Gesprächsoptionen. Vielleicht sollte ich da doch mal dieses eine Mod installieren, damit ich genau lesen könnte, was ich eigentlich sagen würde. Also Bethesda, das war keine gute Idee, das Menü so zu machen. Da bin ich mittlerweile auch leider etwas überzeugt. Aber von keine guten Ideen, da habt ihr im letzten Jahr eigentlich verdammt viele, was ich verdammt schade finde. Legt eurer blöden Rechtsabteilung doch mal bitte einen Maulkorb an. Und macht nicht so einen Blödsinn wie jetzt noch einen Creators Club und so und noch mehr Paid Mods und den Kram. Entschuldigung, das kam jetzt einfach so über mich. Ich versuche wieder in den Fokus zu kriegen, dass wir ja in Diamond City sind und dass wir da uns natürlich weiter umsehen wollen, weil wir haben jetzt ja wahrscheinlich noch nicht mal ein Drittel von Diamond City gesehen. Da gibt's bestimmt noch interessante Gespräche und ein paar Quests abzuholen und die würde ich gerne mitnehmen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut.